Ich habe hier ein besonders effektvolles Loop-Modell für dich. Schau beim Woolplace vorbei und sichere dir die Anleitung, am besten gleich zusammen mit den passenden Mützen. Mein Loop in diesem besonders effektvollen, aber doch sehr einfachen Muster habe ich aus unserer neuen, aber schon heiß begehrten Qualität Landlust Alpaka Merino gestrickt. Das Garn gibt es in zwei wunderbaren Garnstärken. Einmal voluminös und weich und kuschelig in der 100 Meter Lauflänge oder ganz klassisch filigran mit 160 Meter Lauflänge auf 50 Gramm. Für meinen Loop habe ich die 100 Meter Version gewählt und zeige dir jetzt, wie das schöne Muster ganz einfach gestrickt wird. Was hier aussieht wie aufwendig im Jacquard-Muster gestrickt, wird einfach nur in Ringeln gestrickt, immer zwei Runden in einer Farbe. Die zweite Runde einer Farbe wird immer links gestrickt. Beim Rundenwechsel, hier habe ich dann die Markierung für meinen Rundenwechsel, wechsle ich dann nach der zweiten Runde auch die Farbe. Und jetzt geht es weiter mit rechten Maschen und tiefgestochenen Maschen. Das bedeutet, für die tief gestochenen Maschen steche ich unterhalb des Linksknötchens der Vorrunde ein, ziehe meine Masche durch und lasse die Masche fallen. Dann stricke ich eine Masche rechts. Das sind eigentlich schon die ganze Technik für diesen Loop. Also eine Masche tiefer stechen, die Masche herunterfallen lassen, auflösen, eine Masche rechts. Diese Maschen wiederhole ich jetzt, bis ich wieder mein Maschenmarkierer bin. Strick dann noch eine Runde linke Maschen und wenn ich meine Höhe erreicht habe, kann ich einfach mit einem Kordelrand dekorativ abketten. Ich habe hier für meinen Loop mit mehreren Farben gearbeitet und das zweifarbige Muster in breiten, plakativen Blockstreifen eingesetzt. Ich kann auch schmale Ringel stricken oder mehrfarbig oder unterschiedlich geringelt. Das bleibt ganz deiner Fantasie überlassen.